Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark of Aberration mit Johnny. Und wir sind schon wieder unterwegs auf unserer Vivian. Ich habe mal kurz geschaut, wo wir denn solche Gasvorkommen finden. Und die müssten eigentlich relativ nahe bei uns in der Gegend sein. Nämlich so bei 48... 26, also 48, 26, dafür müssten wir, ja, so ein bisschen in die Richtung. Lasst uns mal in die Richtung, ich weiß nicht, wie sie aussehen, aber ich habe mal auf der Ressourcenmap geguckt und da soll wohl ein Gasvorkommen sein. Ich würde sagen, was ist denn hier los? Fliegt da ein bisschen rum. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf die Suche nach so einem Gasvorkommen. Ich meine, irgendwie muss man das ja sehen können. Und wenn wir so eins gefunden haben, dann können wir uns darum kümmern, so einen Gassammler zu bauen. Dann sollten wir eigentlich auch diese Bälle aus Gas bekommen. Wir fliegen jetzt die Geschichte hier mal ab, weil ich gerne ja sowas einfach hätte, ne? Und wir brauchen es auch. Dann müssen wir uns noch ein paar Roll Rats suchen, die uns noch ein paar rote Edelsteine ranholen. Die müssen wir dann halt leider killen. Alter, was hier Action ist, guckt euch das mal an. So, mach's mal auf. Ein Gasvorkommen. Da muss ja irgendwo, muss ja hier sowas sein. In der Nähe von Wasser, aber ich sehe hier nichts. Hallo Freunde, wisst ihr hier, wo ein Gasvorkommen ist? Habt ihr was von einem Gasvorkommen gehört? Das müsst ihr dann irgendwie zischen oder so. Oder irgendwas machen, also. Man müsste es eigentlich erkennen können. Ich wollte mir eigentlich auch noch ein GPS bauen und dachte mir so, naja, komm, baust dir ein GPS, aber dann ist mir aufgefallen, wir haben hier die Materialien gar nicht, da hätte ich jetzt den Server wechseln müssen. Werden wir dann auch nochmal tun, das machen wir dann auch zusammen, dass ich euch mal gezeigt habe, wie ich das dann überhaupt mache, ne? Wenn ihr dann hier in den Folgen als mal seht, wenn ich dann auf einmal plötzlich Sachen habe, nicht, dass ihr euch wundert, wo hat denn der das auf einmal her, das hole ich mir dann vom anderen Server, das zeige ich euch dann natürlich mal noch. Wie ich das dann immer handhabe. So, ich würde jetzt aber gerne, bevor wir das angehen, gerne erstmal wissen, wie so ein Gasvorkommen aussieht. So. Hier ist nichts. Aber das muss in der Nähe von Wasser sein. So wie ich das gesehen habe auf der Ressourcenmap, ist das immer in der Nähe von Wasser. Hallo? Hier, guck dich das mal an, was hier Action ist. Action vom Allerfeinsten. Hallo Spino. Das war's leider für dich, Spino. Weißt du? Sei immer so, als würde ich so ein Rülpserchen machen. Da sind Manta-Rochen. Ja, einen kräftigen Schnapper genommen. Hallo. Karikinos. Ist der tot hier? Alter, das Ding ist schon... Es ist schon brutal, oder? Oh, von denen kriegen wir auch gar nicht das Polymer. Das ist gut zu wissen. Das brauchen wir nämlich auch. Und wenn wir hier dann den... Wenn wir hier dann schon den Kram kriegen, dann müssen wir das nicht alles von der... In der neuen Welt, also von unserer Hauptbase rüberholen, ne? So, ich gehe jetzt hier mal so ein kleines bisschen zu Fuß, in Anführungszeichen. Damit wir hier mal sehen, ob der irgendwas raussprudelt oder so. Das ist der Hammer. Das ist so der Hammer mit dem Vieh, Alter. Hier zum Beispiel. Was ist das? Ach, das war so ein Basilisk. Ach, das war dem sein... Ah, eben dachte ich schon, oh, hier ist ein Gasvorkommen dabei. War das von dem Basilisk, der, was sich eingegraben hat, ne, der Kasper? Mann, du. Es ist schon... Es macht echt Spaß mit so einem Vieh, wenn man es dann mal hat. Ich weiß noch, was wir am Anfang hierfür... Ohne Blödsinn. Wenn du noch nichts hast, ne? Was du da wirklich so Schiss hast und traust dich an nichts ran und so. Und jetzt mit dem Tierchen hier... Ist es echt, in Anführungszeichen, dann schon simpel, die Map zu entdecken. Aber dafür haben wir sie ja.
Das wäre jetzt auch blöd. Das ist ja genau das, was ich nicht wollte, auf jeder Map neu anfangen zu müssen, sondern die Map will ich mir halt einfach wirklich nur angucken. Das Bauen bleibt ja im Prinzip immer das Gleiche, ne? Das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, naja, klar, man hat immer neue Ideen, man könnte immer neue Sachen bauen. Klar, aber das können wir ja auch auf einer Map tun und die anderen Maps halt einfach so entdecken. Das ist ja mein Ziel. Dass wir uns alle Maps... Was ist denn hier? Genau solche Sachen eben entdecken. Aber ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob wir da reingehen sollten. Vivian? Was meinst du? Was ist denn das? Ach, das ist wie so ein... Alles klar. Das ist halt einfach mal so hier hingestellt. Das sah eben aus wie was Zunes mit so... mit irgendwas innen drin. Ja, wo gucken wir denn eigentlich schon wieder rum? Hier wirst du kein Gas finden, Kalle. Es ist ein Graus. Was lasse ich mich schon wieder so schnell ablenken? Es ist, aber es geht, glaube ich, vielen so bei Ark, ne? Sich so fix ablenken zu lassen und ach, da wieder was entdeckt und ach, guck da. Und ruckzuck hast du schon wieder das vergessen, was du eigentlich machen wolltest. Ist ganz schlimm. So. Lass mal darüber fliegen. So ein Kakinus brauche ich auf jeden Fall. Das ist ja mal richtig geil. Das ist ja mal richtig gut. So. Was ist denn hier? Das ist wieder so ein Basilisk. Beiden will man natürlich auch 10, ist ja klar. Vivian, danke. Ich wollte eigentlich den Basilisten da drüben plätten, aber... Ist er nicht tot, ne? Jetzt ist er tot. Wer doch gelacht. Wer doch gelacht. So, pass mal auf. Ist hier noch was? Krokodil brauchen wir auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall möchte ich so ein Krokodil haben. Hier ist schön, gell? Also hier ist, ich finde es schon schön. Spinner. Oder sieht man natürlich das Gasvorkommen nur unter Wasser. Wenn das natürlich so wäre, dann hätte ich ein Problem. Aber ich kann jetzt hier auch nicht 5 Folgen lang Gas suchen. Das ist ja auch doof. Es hilft nichts, Leute. Es hilft nichts. Passt auf. Wir gehen zurück zur Base. Es hilft mir, wir brauchen ein GPS. Ja, in die Richtung sind wir richtig. Wir gehen jetzt zurück zur Base. Dann gucken wir unten mal nach ein paar Roll Rats, ob wir da noch an ein paar Edelsteine kommen, die wir brauchen. Wir brauchen nämlich zum Bauen dieses Gaskollektors rote Edelsteine. Und dann reisen wir mal fix rüber auf die alte Insel, beziehungsweise in unsere Heimat, auf The Island, in unsere Hauptbase und decken uns da nochmal ein bisschen mit Kram ein, was wir so brauchen. Unter anderem ein GPS hätte ich gerne noch und dann gucken wir auch gleich mal, ob wir da die Materialien mit rübernehmen, um uns diesen Schutzanzug zu bauen. Ich glaube, das wäre wichtig. Und außerdem können wir unsere Tierchen schon mal mit rübernehmen. Dass die schon mal safe sind, weil unser Balbdog, der sitzt ja auch noch da oben im Zelt. Und der braucht ja auch was zu futtern. So ein Balbdog will ich auf jeden Fall noch. Wir werden einmal... Hallo. Manchmal ist ein bisschen störrig. Die Gute. Manchmal stellt sie sich echt ein bisschen an. So, Anflug. Was machst du denn, Vivian? Wir haben doch jetzt... Wir sind doch jetzt schon so oft da oben zusammen gelandet. Warum willst du denn jetzt auf einmal nicht mehr? Landet sie da unten. Vivian, komm. Mädel, nicht so anstellen, bitte. Siehste? Es geht doch. Ich war die ganze Zeit wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Ne? Weiß es doch. So, wir wollten ja noch nach Roll Rats gucken. Da unten waren doch Roll Rats, oder? Da unten rennt sogar schon einer rum. Eine Roll Rat. Pass mal auf, dann gehen wir doch gleich mal runter zu ihr. Vivian, jetzt habe ich dich hier oben gelandet, ich Held, ne? So, was ist denn los?
da unten ist auch wieder ein... Nee, es ist ein Bär. So, Roll Red. Sorg mal dafür, dass du jetzt ein paar Edelsteine hier rankriegst. Die sind schon... Irgendwie sehen die schon lustig aus, ne? Guck mal, da vorne ist ein Edelstein. Aber das sind blaue, ich brauche rote. Hallo? Jetzt. Hier musst du dich jetzt eingraben, ernsthaft. Und hast du was mit hochgebracht? Weil ich glaube, die werden böse, wenn man ihnen den Kramschilder stiehlt. Ja, da liegen blaue. Ich könnte dich gebrauchen. Pass mal auf. Wir machen das jetzt einfach. Du verhungerst, was? Kann nicht sein. Na, jetzt wird sie sauer. Wie meinem. Tut mir leid. Es tut mir echt leid. Aber. Ich brauch halt. Aber nee, ich hätte rote gebraucht, ne? Ich bin auch ein Held. Guck mal, kriegt da echt viele, ne? Man kriegt da echt viele. Sind da noch irgendwo welche? Jetzt habe ich dir wahrscheinlich die einzige gekillt im ganzen Umkreis. Ich Held. Was haben wir denn da jetzt? Jetzt haben wir grüne und wir haben blaue. Wir brauchen aber rote. Da unten war nur ein Bär, ne? Oh, guck mal, was da hinten liegt. Oh, da liegt ein Ei, Leute. Da liegt ein Ei. Da liegt eingerollt ein Basilisk. Ein Diplo-Ei. Kommt denn das Diplo-Ei hierher? Und wie zähmt man eigentlich Basilisken? Wir probieren es einfach mal. Vielleicht funktioniert es ja mit dieser. Probier sie mal gern mal. Die werden ja wohl Fleisch fressen, ne? Lebt die überhaupt? Die laufen hier alle so rum. Bist du tot? Die ist tot. Wer hat denn die gekillt? Ihr habt doch ein E-Blatt gemacht hier, oder? Oder der war es, der Bär? Es könnte natürlich sein. Mal gucken, was hat denn der für eine Stärke? Aberrant Dire Bear. Ah ja? Level 128. Der war das bestimmt. Der hat die bestimmt gekillt. Warum ist denn jetzt auf einmal so dunkel hier? Jetzt ist aber Ruckzucknacht geworden. Naja, kommt Leute. Und das wird jetzt in der Folge noch erledigt kriegen. Wir parken mal mit Vivian hier. Und dann würde ich sagen, mache ich einen kurzen Cut. Weil das jetzt ein Momentchen dauert, bis wir rüben sind in der alten. Ich muss nämlich hierzu auch alles ausladen, was ich im Inventar habe tatsächlich. Um den Angerkram hochzuladen. Ich nehme mal das mit, was wir jetzt gebrauchen können. Den restlichen Kram lassen wir hier. Das lassen wir hier. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Das einnehmen wir mit. Das bleibt hier. Ihn nehmen wir mit, das kann hier bleiben, das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier. Das ebenfalls, das bleibt hier. Okay. Nee, der Sabertooth, der kann ja auch mit. Wir nehmen die Roll Red aber schon mal mit. Und wir nehmen unser Balbdockchen mit. Gell du? Ja, du gehst doch viel. Aber die können doch aber auch Licht machen. Das könnten wir doch jetzt mal fix ausprobieren. Verhalten. Aktivieren bei voller Ladung. Streicheln, um das Licht umzuschalten. Ah, jetzt hat man Licht. Ah, wie gut ist denn das, oder? Wie gut ist denn das? So, pass auf. So. Und zwar gehen wir jetzt hierher und öffnen die Geschichte hier. Und da ziehen wir jetzt alles rüber, was quasi mit rüber soll. Zack. Und ihr seht auch, hier läuft ein Timer. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwie gezeigt habe, wie das funktioniert, dass man von einem zum anderen Server reisen kann. Hier läuft jetzt ein Timer. Das ist darauf zu achten. Wenn ihr hier irgendwas in die ARC-Daten hochladet, müsst ihr es innerhalb von 24 Stunden auch wieder irgendwo anders runterladen. Sonst habt ihr über kurz oder lang ein Problem, weil die Sachen dann verschwinden. Tiere können wir hier eben genauso hochladen. Dann gehen wir hier auf Kreaturen. Und dann sehen wir die hier, die in der Gegend sind. Und laden dann quasi, zack, den Balbdog hoch. Die Vivian bleibt hier. Und dann reisen wir einmal zu einem anderen Server. Ihr seht's, hier ist der Kalle LP Server. Der muss natürlich laufen, der muss aktiv sein, das ist ganz wichtig. Und dann gehen wir darüber. Und das mache ich jetzt
mit einem kurzen Schnitt, weil ich schon das Problem hatte, wenn ich die Aufnahme laufen lasse, dann hängt es sich manchmal auf und dann habe ich ein Problem. Deswegen kurzer Schnitt und dann sehen wir uns gleich drüben auf The Island wieder. So Leute, und hier sind wir wieder zurück auf The Island und dann kann ich euch auch gleich zeigen, was hier passiert ist. Ihr seht hier die ganzen Schränke, die hier gestanden haben, die sind alle weg. Das ist leider das Problem, was wir mit dem Server hatten. Da ging die eine Mod nicht mehr, die wir hier die ganze Zeit hatten, diese Deko-Mod, ne? Und dementsprechend ist halt eben alles hier nicht mehr vorhanden, was wir hier so schön dekoriert haben. Aber so kommt man dann ganz simpel zurück und hier machen wir jetzt Folgendes. Hier gehen wir wieder dran, gehen auf Kreaturen und den Bulb-Dock nehmen wir natürlich runter und der kommt dann wieder. Und auch hier laden wir die Sachen einfach wieder aus. Und da ist er schon, unser Bulb-Dock. Komm her, du darfst jetzt gleich mit. Und wir kümmern uns um die Sachen, die wir noch brauchen. Genauso machen wir das jetzt. Ja, das waren die Sachen, die leider ein bisschen schief gelaufen sind. Da haben wir mehrfach hin und her probiert, hat dann aber leider nicht funktioniert. Von daher musste ich es leider aufgeben. Und dementsprechend sind halt auch ganz, ganz viele Sachen, die wir uns schon angesammelt haben, unter anderem Artefakte und sowas, sind halt alle verschwunden. Aber das ist kommt halt vor, wenn man mit Mods spielt, ne? Das muss man immer mal auf dem Schirm haben. Dass es dann, dass eine Mod, die man vielleicht benutzt, nicht ganz so weit mitsupportet wird oder irgendwann mal eingestellt wird, dann bekommt das Spiel ein Update und ruckzuck sind die Mods halt nicht mehr brauchbar und alles verschwindet. Ist der Nachteil, deswegen bin ich bei sowas eigentlich ein Fan von nicht so vielen Mods, aber gerade bei Ark macht es halt echt die Modderei im Hintergrund aus, ne? Da sind so viele geile Sachen, die man da so nutzen kann. Okay, pass mal auf, den Bulb-Dock, der kommt jetzt hier hoch zu dir, zu der Family hier. So, guck mal, da fühlst du dich wohl, oder? Guck. Da hast du den Affen, da hast du Ihmchen hier. Und hier kriegst du auch was zu fressen, ne? Ja, guck. Ja, schmeißt er sich auf den Rücken, wie gut ist denn das? Wie gut ist denn das? Cool. Also von den Bulb-Dogs brauchen wir noch ein paar. Aber da gibt es auch noch andere Glühtierchen. So, Leute. Was wollte ich noch machen? Ach ja, die Roll Red. Die Roll Red soll eigentlich gleich mal raus, oder? Die Roll Red. Ach Gott, ist auch ein Lappen, Alter. Ja, da frisst sie mal lecker. Ne? Supergeil. Supergeil, Leute. So, dann haben wir hier noch das Deep Blue Eye. Das packen wir in den Kühlschrank. Dann haben wir das schon mal gemacht, was wir machen wollten. Zack. Ah, jetzt haben wir einen kleinen Leck drin. Alles klar. Ah, da haben wir ja auch immer noch die ganzen Sachen, ne? Ja, klar. Ihr seht ja, wir haben hier Honig ordentlich. Ich nehme ja mal noch ein 20er Stack Burger mit. Wir haben hier auch noch Wi-Fi-Eier. Level 400, also wir sind da echt gut ausgerüstet mittlerweile. Das ist echt genial eigentlich. Warum sind denn Spezies X-Pflanzen hier drin? Weiß man nicht. Fleisch haben wir auch genug. Hier sind noch ein Haufen Eier. Können wir auch mal irgendwann Kibbeln machen. Sehr schön. Okay, Leute, was wollten wir jetzt eigentlich? Wir wollten nach einem GPS gucken. Jetzt lass mal schauen, das GPS dürften wir uns eigentlich bauen können. GPS? Baue ich das an der Werkbank? Ich glaube, ich baue es an der Werkbank, ne? Das könnte natürlich sein. Ne, hier. GPS. Auch, ach Quatsch, das bauen wir doch am Fabrikator. Oder? Oder? Da ist es doch. Ein GPS. Zack. Was haben wir denn hier? GPS-Sender. GPS-Empfangsgerät. Ne, das brauchen wir nicht. Ich hätte gerne das hier. So. Das passt. Brauchen wir hier sonst noch irgendwas? Ach ja. Ach ja. Pass mal auf. Reparieren. Was fehlt denn zum Reparieren? Da haben wir doch alles. Wir nehmen uns mal eine Gasmaske mit. Man weiß ja nie. Die nehmen wir uns mit. Und dann können wir gleich mal schauen, was brauchen wir drüben für die Geschichte mit dem Gassammler. Ja, der braucht rote Edelsteine. Ah, wir haben doch 20 Stück. Metallbarren haben wir drüben auch noch. Kristall ist auch genug da. Ja, nee, geil. 20 haben wir. Kann nur in Werkbank hergestellt werden. Brauchen wir uns halt drüben noch, müssen wir uns noch eine Werkbank aufstellen, ne? Den Roll Red Sattel. Grüner Edelstein brauchen wir dafür. So, was brauchen wir? Hier brauchen wir halt Polymer.
Aber das Polymer kriegen wir ja aus den... Wir müssen halt die Dings finden. Wir müssen diese Gas... Zuerst diese Gassammler finden, damit wir uns die Rüstung bauen können. Okay, brauchen wir sonst noch irgendwas? Da ist mal nichts drin. Was sind da für ein Rummelschrei? Die haben also rüstungsmäßig haben wir hier auch nichts mehr, ne? Nee, das ist eigentlich alles zum Tauchen. Harpune. Nee, passt. Passt, mehr nehmen wir jetzt gar nicht mit. Wenn nicht, gehe ich halt mal wieder rüber. So, dann haben wir aber die Tiere schon mal in Sicherheit gebracht. Und dann wandern wir wieder rüber und dann ist das erste Ziel halt jetzt, wo wir ein GPS haben, dass wir nach Gas schauen. Das werden wir auch tun, Leute. Ich lade hier mal die Sachen wieder rein. Also alles nochmal zur Erklärung, falls irgendjemand Interesse hat, das genauso zu machen, wie ich das hier mache. Hier unten die Sachen, die ihr hier ausgerüstet habt, die bleiben drin. Also die braucht ihr nicht hier reinziehen, sondern alles das, was hier im Inventar ist, muss dann natürlich reingezogen werden, weil sonst wird es nicht rüber mit auf den neuen Server transferiert. Die Kreaturen dann auch, alles was in der Umgebung ist, könnt ihr hier hochladen. Es steht ja auch hier aktuell gezähmte Kreaturen. Da gibt es momentan nichts und gezähmte Kreaturen hochladen ist momentan auch nichts in der Nähe. Wenn wir uns jetzt was neben hinstellen würden, dann wäre das da. Dann geht ihr einfach nur auf zu einem anderen Server reisen und dann reisen wir wieder nach Aberration mit einem kleinen Schnitt, dass sich das Spiel bei mir nicht aufhängt und dann sehen wir uns gleich drüben wieder. So, da sind wir schon wieder zurück. Wir transferieren den Charakter und schon sind wir wieder zurück auf Aberration. So einfach ist es. Wichtig ist nur noch, was ich noch erwähnen möchte, ihr braucht natürlich irgendwo ein Bett zum Spawnen, weil sonst spawnt ihr irgendwo mitten in der Welt. Boah, warum ist denn hier jetzt so dunkel? Pass mal auf, wir müssen hier erstmal ein bisschen Licht machen. Zack. So, jetzt haben wir es hier wenigstens einigermaßen hell. Ja, also das ist noch wichtig, dass ihr ein Bett habt, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht und ihr könnt dann irgendwo in der Welt spawnen, das wäre natürlich schlecht. Okay, Leute. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich das dann auch handhabe mit diesem Hin- und Herreisen. Wir gehen wieder auf die Ark-Daten, ziehen uns unseren Kram, den wir hier haben, zurück. Ich finde das eine sehr, sehr angenehme Sache. Gerade um, um sich diese Maps halt eben anzugucken, finde ich richtig großartig, dass ich den Tipp bekommen habe von der Regie im Hintergrund und dass die Regie das auch alles so für mich handhabt. Da wisst ihr ja mittlerweile Bescheid. Okay, Leute. Also, dann würde ich gerne rüber in die nächste Folge switchen. Ich gucke mir nochmal genau an, wo jetzt hier diese Gasvorkommen sein sollen. Anhand von GPS schreibt mir das mal raus und dann können wir morgen in der Folge als allererstes hoch, beziehungsweise nicht hoch, sondern hin zu diesen Gasvorkommen. Wir bauen uns noch einen Gassammler, das könnten wir noch vielleicht fix zusammen gucken. Wir brauchen 20 rote Edelsteine, wenn nicht, besorge ich die nämlich noch bis zur nächsten Folge. Ja, wir haben 8, da brauchen wir noch ein paar. Die besorge ich uns noch bis zur nächsten Folge, Leute. Oder wir machen sie in der nächsten Folge zusammen, je nachdem, die Roll Rats müssten ja noch hier sein. Wir hätten vielleicht die anderen nicht gleich killen sollen, das war auch wieder ein ordentlicher Move. Naja, so ist es. Also, vielen lieben Dank fürs Reinschalten, liebe Leute. Ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns zur nächsten Folge hier bei Ark Aberration wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.